Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, folgende abstrakte Situation. Ich habe mir hier eine Action Cam gekauft, habe sie natürlich schon ausprobiert und musste feststellen, dass man von der Fahrradhalterung unglaublich laute Fahrgeräusche hört. Also es ist heftig. Und das Zweite ist, ich hatte die Bildauflösung auf 4K eingestellt. Ich bin jetzt hier in ungefähr 400 Meter Entfernung von der Wiener Hütte und ich habe die Kamera oder Bildauflösung auf 4K eingestellt. Naja, und da war dann die Überraschung, dass mein Laptop, ich glaube, der ist schon 4 Jahre alt, dass der das nicht abspielen kann. Also eine ganz strange Situation. Jetzt habe ich dieses Ding und muss mir überlegen, wie soll ich es sonst befestigen. Die Bildauflösung habe ich schon runter auf 1060x60, also weg von 4K. Nur wegen der Halterung habe ich noch keine Ahnung, wie ich das machen könnte. Ich habe mir gedacht, dass ich es halt am Handrücken der rechten Hand montiere. Es gibt dazu eine entsprechende Halterung und ich kann es einmal so probieren. Also wenn es zu rumpelig ist, hebe ich halt die rechte Hand und es geht doch irgendwie. Also alles nicht so einfach und so cool, wie sich das der ungebildete Laie vorstellt. Hm? Schön wär's. Den Klebestreifen habe ich deswegen hierher geklebt, weil ich von einer anderen Lampe hinten schon den Stoppel verloren habe. Das ist so eine Akkulampe mit so einem Ladestecker. Und jetzt habe ich halt den Gummistoppel mit Klebeband provisorisch fixiert. War ein sehr schöner Tag heute. Aha, was sehen wir da hinten? Sehr schöne Wolken. Wir hatten heute einige Stunden Sonne. Na, das schaut ja richtig interessant aus. Und das kann man mit der Action Cam natürlich nicht machen. Also ein Heranzoomen geht nicht. Ja. Und jetzt verstehe ich auch, warum die Funktion Ton aus bei diesen Kameras so wichtig ist, weil die Fahrgeräusche vom Fahrrad sind schon mächtig. Also das ist so laut, das ist heftig. Ja, tolle Bilder, hätte man nicht gedacht. Nur sowas. Na gut, das war's. Ende der Durchsage. Ihr wisst, irgendwann eines Tages in 13 Jahren gibt es dann auch Bilder von der Action Cam. Ende.